Destination Speedway. Destination Speedway. Bahnsport. Speedway früher in Deutschland mal populär gewesen, heute nicht mehr so. Bahnrennen. In Polen ist das der Sport Nummer 1. Da gehen die Leute nicht zum Fußball, sondern zum Speedway. In Polen ist beliebt die erste Liga, also die höchste Liga, die Extraliga, die PGE Extraliga oder auch die zweite Liga, die zweite Extraliga. In Polen gibt es auch noch eine dritte Liga. Diese Ligen sind Mannschaftssport. Dort fahren zwei Mannschaften gegeneinander. Ja, hier in Deutschland gibt es auch Mannschaftssport, die erste Speedway-Bundesliga. Natürlich auch Einzelprädikatsrennen. Ja, in Polen ist das Speedway Nummer 1. Polen ist das des Speedways. Da gehen die Leute zum Fußball? Nein. Da gehen die Leute zum Speedway und da sind die Stadien voll. Mit Charles, mit allem drum und dran und mit Fangesang, Trommeln und hin und her geht's ins Stadion. Ob Chilonagora, also Chilonagora oder woanders. Turun und. Die Leute gehen ins Stadion. Ja, dieses Jahr, im Jahr 2024, gibt es nach ein paar Jahren wieder nach Martin Smolinski den zweiten Deutschen im Speedway Grand Prix. Und zwar Kai Huckenbeck. Kai Huckenbeck hat eine Dauer-Wildcard bekommen und fährt dieses Jahr alle Rennen mit. Ein Rennen ist sogar in Landshut in Deutschland, Landshut Ellermühle. Hier die Trans-FM Landshut Devils, AC Landshut aus Bayern, aus Niederbayern, Ellermühle. Ja, Landshut war damals angefangen in der zweiten polnischen Liga, die dritte Liga. Hat den Namen gehabt, zweite Liga Tschütschelowa und hat jetzt einen neuen Namen. Die erste Liga wurde zu einer Profiliga und heißt jetzt zweite Liga, also zweite PGE Extraliga und ist der Unterbau der PGE Extraliga, also der ersten Liga, ganz oben. Dies ist jetzt eine Profiliga und da es eine Profiliga ist, musste Landshut leider zwangsabsteigen und Porsnan, die letzter waren, sind drinne geblieben. Landshut wurde im ersten Jahr der zweiten Liga gleich Meister. Da Landshut damals im ersten Jahr der zweiten polnischen Liga, der dritten Liga, dies ist die letzte Liga in Polen, der ganz untere Bau, wo man anfangen muss, gewonnen hat, sind sie aufgestiegen. Landshut ist überraschend in die Playoffs gekommen und ist sogar noch bis ins Finale gekommen, hat das gewonnen und ist aufgestiegen. Sie sind dann in die erste Liga, damals erste Liga Tschütschelowa hieß sie noch, aufgestiegen als deutscher Verein. Ja, man kann als deutscher Verein auch in der polnischen Liga fahren. Aber es geht nur in der Liga, wo es kein Profi ist, also keine Profiliga ist. Und wenn es eine Profiliga ist und du als ausländischer Verein daran teilnehmen möchtest, musst du einen Firmensitz haben in Polen. Sonst kannst du nicht an der Liga teilnehmen. Da Landshut keinen Firmensitz hat in Polen, musste Landshut leider zwangsabsteigen und wieder in die eine Klasse tiefer. Obwohl Landshut eigentlich nicht abgestiegen wäre, sich gehalten hat und auch in den Playoffs ist, also gewesen ist, so in der letzten Saison. Landshut war zwei Saisons hintereinander in den Playoffs. Die Landshuter sind nach ihrem Aufstieg im allerersten Jahr gleich wieder in die Playoffs gekommen. In der ersten Liga Tschütschelowa, der zweiten Liga in Polen, wie sie damals noch hieß. Im zweiten Jahr sind sie wieder in die Playoffs gekommen, mussten dann aber zwangsabsteigen, da die Liga eine Profiliga geworden ist und die Landshuter keinen Firmensitz in Polen besitzen, also haben. Das allererste deutsche Team, was in die
polnische Liga gekommen ist, reingegangen ist, waren MSC Wölfe Wittstock. MSC Wölfe Wittstock aus Wittstock ist in die zweite polnische Liga eingetreten. Als allererster deutscher Verein, hat es aber nie geschafft aufzusteigen. Sie waren immer letzter und haben nur ein paar Rennen gewonnen und im ersten Jahr 3 Heimrennen gewonnen. Sie hatten unter anderem dabei Sandro Wassermann, Lukas Fienhage, Steven Mauer und so weiter. Angst haben, das kommt für Norik Blödorn nicht in Frage. Im Gegenteil, je schneller die Maschinen, je enger die Kurven, desto besser. Das größte deutsche Speedway-Talent wird... Ja, es macht mir einfach Spaß, auf der Bahn zu sein. Es ist einfach... Ja, man kann es kaum beschreiben, aber es ist so ein Stück Freiheit, so ein Glücksgefühl, was man selber in einem hat. Schon mit 3 Jahren hatte Norik sein erstes Motocross-Bike. Vor jeder Fahrt muss das ganze Motorrad von seinem Vater genau überprüft werden. Denn wenn die Maschine ausfällt, drohen schlimme Verletzungen. Das Wetter in Brokstedt ist heute optimal zum Speedway-Fahren. Riskante Drifts, harter Boden, Fahren am Limit. Ob das auch mal gefährlich werden kann? Natürlich gibt es immer mal so Momente oder auch mal so Momente, wo man sagt, oh, jetzt möchte ich eigentlich gar nicht fahren bei den Verhältnissen, aber ich denke mal, das gehört dazu und damit wächst man. Gut, er ist ja natürlich auch Weltmeister in der Kleinklasse geworden, was wir da im Innenfeld fahren sehen. Und hat einfach das Talent dazu. Das ist einfach so ein, ja, wie sagt man so schön, Jahrhunderttalent, ne? Der spektakuläre Fahrstil des 17-Jährigen sorgt selbst im Training für Staunen bei den anderen Vereinsmitgliedern. Dass Speedway aber kein reiner Männersport ist, beweist Hanna-Marie Jasper eindrucksvoll. Im Grundprinzip ist es einfach der Adrenalinkick, den man bekommt. Und ich fühle mich auch verbunden damit, irgendwie mit der Familie dann. Weil meine Eltern, beziehungsweise mein Vater das gemacht hat, mein Opa hat es gemacht. Corona-bedingt ist die Bundesliga-Saison dieses Jahr ausgefallen. Deshalb fährt Norik zurzeit in der polnischen Liga. Viel Fahrerei und Aufwand für seinen großen Traum von der Profikarriere. Ziele setzt man sich ja ständig. Klein angefangen, da sagt man, oh, ich möchte irgendwann mal einen Pokal mit nach Hause nehmen. Dann war ich in den Juniorklassen nachher auch Welt- und Europameister. Genau, und jetzt sind natürlich die Ziele neu definiert. Jetzt möchte ich mich ganz gerne in den nächsten Jahren für die U21-WM qualifizieren und auch gut behaupten. Doch beim MSC Brokstedt sind nicht nur Vollprofis gerne gesehen. Nachwuchs in jedem Alter wird dringend gesucht. Training ist bis zu 4-mal im Monat und hier braucht niemand Vorerfahrung. Motorräder sind vorhanden und dann können die natürlich gerne probieren. Und wenn es dann Spaß macht, das merken die Kinder selber. Also sie dürfen natürlich keine Angst haben vor ein bisschen Schmutz, ein bisschen Lärm, gehört natürlich dazu. Aber ansonsten keine besonderen Voraussetzungen. Einfach Spaß. Am Wochenende findet die U23-Europameisterschaft im Speedway in Brokstedt statt. Für den Flintbäcker Norik sind die Meisterschaften ein wichtiger Termin, um sich einen noch größeren Namen in der Szene zu machen und den nächsten Schritt Richtung Profikarriere zu gehen. Oft habe ich das im Internet, dass irgendwelche Leute mich vollblubbern. Müller, dein Fahrstil. Vor 50 Jahren ist man so gefahren. Aber was ist man vor 50 Jahren? Teilweise genauso schnell oder schneller auf manchen Bahnen. Viele Bahnen gibt es nicht mehr, wo die Bahnrekorde noch stehen, die höher sind wie auf irgendwelchen Bahnen hier in Europa. Das Erste, was man lernt als Speedway-Fahrer, wenn das in eine Schulung geht, lernt man als Erstes erstmal, wie man bescheuert mit dem Motorrad eine Kurve fährt. Den Fuß von der Fußrasse runter, von Lenkgeometrie und Gewichtsaufteilung, keine Ahnung, null Ahnung, Vorderachse, Hinterachse. Hier Mittelpunkt. Fußraste. Das gibt ein Dreieck. Und wenn man da Druck auf die Raste reingibt, erhöht man automatisch den Anpressdruck fürs Hinterrad. Wie oft sehe ich das bei Grand Prix, wenn welche außen überholen wollen und machen diese Nummer hier und kommen überhaupt nicht vorwärts und fliegen noch auf die Fresse. Also, heute mache ich mir einfach mal die Mühe und werde mir mal einen jungen Fahrer nehmen und den mal in die Grundkenntnisse des Speedway-Fahrens einweisen, einleiten. Ein paar Worte, die, denke ich mal, fruchten soll. Wo der Druck und wo die Geometrie in dem Motorrad aufhört und wo sie anfängt. Wie man extrem schnell fährt. Im Kreis rumfahren können viele. Aber das letzte Quäntchen, wo die letzten Zentimeter herkommen, vom Start in die erste Kurve, mit der perfekten Balance und dem Ausgleichen des Antriebs,
dass wir Traktion haben und kein Burnout, kein Sliding. Wir wollen nach vorne fahren und nicht in einen extremen Drift, das bringt null. Das Motorrad muss immer so möglich, so gerade wie möglich gefahren werden, dass der Reifen hinten eine gerade Auflage hat. Wenn der Reifen schräge nur auf den Seitennoppen läuft, geht es nicht vorwärts. Das sind viele Dinge, die man beachten muss und die ich gerne auch jungen Fahrern erzähle. Bloß mir hört heute keiner mehr zu. Es gibt im Speedway auch noch Juniorenklassen. Man fängt an mit der Junioren A KTM 50 Kubik, etwas umgebaute Crossmaschinen. Dann 125er mit einem Gang, keiner Bremse. Dann 250er, gleicher Rahmen, gleiches Motorrad wie 500er, bloß 250er Motor eingebaut. Und dann die 500er. Im Osten gibt es noch die 85er und die PW50. PW50 Junioren A fängt man mit an. Und dann 85er Junioren B 2 kommt danach. Es gibt verschiedene Länder, in dem Speedway gefahren wird, nicht nur in Deutschland. Um ein Land zu nennen, in Holland, in den Niederlanden, fährt man Speedway auch 125 Kubikzentimeter. Dafür fährt man in Dänemark 85 Kubikzentimeter und keine 125er Klasse. Und ihre Kuppel. Wir haben nur einen deutschen Speedway-Weltmeister. Der Speedway-Weltmeister heißt Egon Müller. Er wurde in seiner Zeit Speedway-Weltmeister im Motodrom in Halbemond bei Norden. Und er ist der einzige deutsche Speedway-Weltmeister. In seiner Zeit gab es noch ein Tagesfinale. Nicht so wie heute, mehrere Rennen. Und es hieß ja damals nicht SGP, Speedway Grand Prix, wie heute. So nah vor dem Ziel. Mit 12 Punkten, ungeschlagen bis jetzt. Zwei Punkte. Ein zweiter Platz sollte mir genügen, um mir die größte Krone im Bahnsport aufzusetzen. Speedway-Weltmeister. Das wäre das absolut Größte, was es überhaupt gegeben hat. Seit 38 Jahren wird die Weltmeisterschaft ausgetragen und noch nie ist einem Deutschen das gelungen, sich die Krone aufzusetzen. Und so dicht vorm Ziel. Ich merkte, mein ganzer Körper vibrierte. Ich versuchte, mir das beste Stück rauszusuchen, wo das Hinterrad noch am besten greift. Man sieht hier, wie der Motor schon läuft, mit wenig Drehzahl, damit die Kupplung sich nicht aufheizt. Und Startplatz 2 war nicht so optimal, da der Bahnbelag sehr weich geworden ist und das Hinterrad greift auf ganz weichen Bahnbelag nicht so optimal. Ich musste unbedingt 2 Punkte in diesem Lauf haben und Holger Jasper ermahnt mich immer wieder, mich zu beeilen wegen Verzögerung der Starts. Und jetzt merkte ich, also, dass die Kupplung nicht optimal am Druckpunkt war. Ich wollte einen Sicherheitsstart machen. Ein Sicherheitsstart heißt, das Motorrad nicht so optimal ausbalancieren, dass das Vorderrad nicht steigt. Jetzt war ich das. Ganz, ganz, ganz hart an der weißen Linie vorbei. Ich beobachtete nur den Motor, dass er nicht zu weit über die weiße Linie rübergeht. An zweiter Position, mit Scherer aber abgeschlagen. Ich musste unbedingt diesen Platz halten. Ich durfte kein Risiko mehr eingehen. Nielsen konnte fahren, von mir aus. Das wäre kein Problem. Den zweiten Platz musste ich halten. Ich hörte immer wieder meinen Motor schnorren. Ganz kurz umgeschaut. Mit Schirra ist an dritter Position, also nicht gefährlich für mich. Hans Nielsen baut seinen Vorsprung aus. Ich wollte ja auch gar nicht mehr den Lauf gewinnen. 2 Punkte genügt mir, um den Weltmeister zu erringen. Und jetzt fuhr ich auf Nummer sicher, kontrollierte immer wieder die Gegner hinter mir und ging kein Risiko mehr ein. Ich hoffte und ich zitterte, dass mein Motor hält. Mein Motor lief, er schnurrte einwandfrei. Nielsen fiel aus, die Kette riss ihm. Und jetzt war ich auch noch davor, ein Maximum zu schreiben. 8 Jahre hat es gedauert, bis überhaupt mal wieder ein Fahrer die Weltmeisterschaft erringt mit Maximalpunktzahl von 15. Hier sehen wir nochmal, das Vorderrad steigt. Ein ganz ordentlicher Abstand ist geschaffen. Nochmal kontrolliert mit Schirra, ist weit weg. Ich war weit in Führung. Und jetzt nochmal ein Wheelie und am Ziel meiner Träume. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich war am Ziel meiner Träume. Seit 38 Jahren das erste Mal ein Deutscher. Und das ausgerechnet ich. Ich habe so viel gearbeitet dafür und so viel riskiert. Meine Familie hat immer wieder gesagt, das kann doch nicht angehen, dass du die ganze Nacht durcharbeitest. Und mein Tuner, Otto Landenhammer, dem ich alles zu verdanken habe, der diesen Motor für mich vorbereitet hat. Es war einfach ein Traum. Ich konnte es in diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht glauben. Der neue Weltmeister. Ich war ohnmächtig vor Freude. Einfach ohnmächtig.
sah die Menschen, wie sie ihre Fahnen schwenkten, wie sie sich freuten, wie sie sich für mich freuten. Und jetzt sah ich Giuseppe Massotto, den Motorenkonstrukteur, wie er sich auf die Erde schmiss und immer wieder schrie: Mamma mia, Egon, du Weltchampion, du Weltchampion. Ole Olsen war der Erste, der da war und mir den traditionellen Bump gab. Das heißt, in die Luft schmeißen für den neuen Weltmeister. Und ich sah viele Gesichter, auch Konkurrenten, die sich für mich mitfreuten. Es war einfach ein schöner Tag. Und hier sehen wir nochmal eine Rückblende auf den Lauf, das Finale bzw. Rennen Nummer 19. Hans Nielsen war in Führung, hatte einen ordentlichen Punktevorsprung rausgefahren und auch einen schönen Vorsprung. Und jetzt in der nächsten Kurve, jetzt sehen wir es ganz genau im Bild, ihm reißt die Kette und sein Traum vom Vize-Weltmeister zerplatzt wie eine Seifenblase. Aber mein Motor schnurrte wie eine Turbine. Ich merkte die leise Vibration zwischen den Beinen. Schaute mich noch einmal ganz kurz um. Mit Schirrer war in zweiter Position mit einem respektablen Abstand. Und jetzt ging ich kein Risiko mehr ein. So kurz vor dem Ziel. Ich wollte nichts mehr riskieren. Und trotzdem merkte ich, wie mein Motorrad jetzt noch mal aufsteigt, indem ich mich nach hinten umschaute und einen Moment die Balance vergessen hatte. Und jetzt ist es gleich soweit. Noch 50 Meter. Noch 30 Meter, noch 20 Meter, noch 10 Meter. Jetzt kann ich mir den Luxus erlauben, einen Wheelie. Und ich fahre durchs Ziel und ich habe es geschafft. Endlich habe ich es geschafft. 13 Jahre. Meine Damen und Herren, Musical präsentiert Egon Müller. But not this man, Egon Müller. He's up in the clouds. He is the world champion for West Germany. He's hardly put a wheel wrong. We knew this rider had the appetite. We knew he had the ability. We knew he had the skill. We knew he had the speed. Did he have the application to be world speedway champion? He has answered all our questions. It is yes, and they're overcome. That's his dancing partner. Egon, what's it like following this man as world champion? He's been world champion for the last 2 years. Now you're the world champion. I know. And when I became the second world champion title at Wembley, and he was so happy, and I watching him and said, oh, I should be once in my life that happy person. And he was. The rider's on edge. The focus is extreme. 4 laps of fury. Who will it be? Away, Kasprzak, not too bad. He might leave the first corner. Lindgren, he runs out wide there, and Pedersen surges up on the inside. Kasprzak is the leader. Look at Smolenski coming through on the inside. What a start by Kasprzak. He had to move Lindgren pretty wide on the first turn. Nicky Pedersen in second place here. He's going to chase Kasprzak down, but he's quick. Kristoff's quick. Smolenski's run around the inside is just not quite working at the moment. The tracks move wide, but Pedersen's not letting him get away, and Lindgren's having a go up the inside of Nicky. Yeah, and Smolenski's on him. Smolenski's having a go on the inside of him, so Kasprzak's got the leader. Wide. Here's Smolenski. Smolenski also, they're separated by millimetres. Kasprzak is the leader. He's now going we see too Pedersen wide. On the inside. Oh. Pedersen goes to the front. Oh, Kasprzak almost comes off. The Dane hits the lead. Look at Smolenski. The German has come from nowhere. Mart Smolenski is the new leader. Can he do it? Pedersen on the inside. The red and the checkered flag. And the German wins it. How does he do it? You're kidding me. You've just witnessed a miracle. From Gate 4, he's come from nowhere. My goodness. Now I have seen it all. That is a speedway race that you will not forget. What an unbelievable performance by that man. Nicky Pedersen, Kristoff Kasprzak and Fredrik Lindgren, they probably cannot believe whose hand they're shaking at the moment. Are you the happiest man in New Zealand right now? It's unbelievable, you know. I'm working since 20 years for this goal. There are not many people, a lot of people against me. We had a lot of troubles the last days here in the pits. But I think I showed which pace we have. And I just can say a big, big thank you very much, because there's so much fans at home, they're just sitting on television. Thank you, boys. Thank you.
Freunde, postet was das Zeug, das wird hier heute eine richtig, richtig geile Nummer. Also. Absolut fit, sich erholt von seinem Sturz letztes Jahr. Johnny Wiener mit der 17. Das wird hier heute eine richtig, richtig geile Nummer. Also Alter, wie hat der das denn gemacht, ey? Jetzt hast du vorbeigebraust, ey. Zack! Geil gemacht. Das finden die Leute auch geil. Guck dir das mal an, ey. Thank you.